Ja. Also Shalom Aleichem, ich mache das nur in kurz. Ezra Sofer. Ezra Sofer war einer, der hat gebracht sehr viel Takanot. Takanot bedeutet Gesetze, Regeln, um zu verstärken die Jiddischkeit, Moral, Torah in Israel. Ezra wird genannt in dem 7. Kapitel Sofer Ma'ir Betorat Moshe, Asher Natan Hashem Elokei Israel. So steht geschrieben in den Tanach. Er war ein Sofer in Torah. Wenn Hashem hätte nicht gegeben die Torah zu Moshe Rabbeinu, hätte er das gegeben zu Ezra Asofer. Ich sage schnell seine 10 Gesetze und wir werden es mit Gottes Hilfe beim nächsten Shiur ein bisschen verbreiten. Ezra Sofer war ein Kohen, aber der konnte seine Kehuna beweisen, zeigen. Das nennt man im Judentum Jichus. Jichus, Abstammbaum zeigen. Es gibt so eine Familienforschung, ich glaube, sie heißt Geologie. Geologie, glaube ich, heißt das. Familienforschung. Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben... Guck mal, wie heißt Familienforschung. Geologie, glaube ich. Also der hat gemacht eine Familienforschung und er kommt 23 Generationen bis Aaron Kohen. Yochanan, Azaria, Achima, Zadok, Achetuv, also der macht einen ganzen... Es gibt so ein Studium. Genealogie. Ja. Dankeschön, ich war in Dene. Genealogie. Ich habe mich etwas erinnert, es gibt so ein Studium. Heute lernen sehr wenig Leute dieses Studium. Das ist sehr interessant. Es gibt Leute, die haben so eine Gabe zu forschen, deine Vorfahren nun, sie können. Es ist eine Gabe. Meine Frau Seite wissen viele Generationen. Also Ezra hat geschrieben 10 Takanot, die haben zu tun mit Torah lernen. Und ich muss euch jetzt etwas sagen beim Beginn. Es gibt sehr viele Religionen in der Welt. Aber bei vielen Religionen, das Studium von die Lehre von Religion gehört die Priester, die Geistigen, die Gelehrte, das Publikum an sich, Männer, Frauen, Kinder, wissen gar nichts. Stimmt? In unserem Glaube, im Judentum, die Torah ist für alle. Schon ein Junge, der wird gerufen zum Bar Mitzvah, was macht er? Liest aus dem Torah. Wenn eine Mädel hat Bat Mitzvah, macht sie eine Drascha über Sachen von Torah. Die Torah gehört jeder. Jeder, der will, kann sitzen und lernen Torah. Niemand hat ein Monopol auf dem Torah. Versteht ihr, was ich meine? Und die Torah war immer zugänglich zu jeder, in jeder Zeit. Und jeder kann das lernen, nicht nur die Kohanim, die Leviim, die Chachamim, die Rabbanim. Der Erste, der hat das, die Torah zugänglich gemacht zum Volk, war Ezra Sofer. Ezra Sofer. Und er war so initiativ, dass er hat sogar gemacht andere Schrift und er hat gebracht, die jüdischen Monate soll sein im babylonischen Namen Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, bis die Zeit von Ezra, die jüdischen Monaten hießen Siv, Bul und andere Namen, Eitanim. Aber wenn Ezra ist gekommen von Babel im zweiten Tempel, hat er gegeben die babylonischen Namen für die jüdischen Monate. Weiß jemand zufällig die jüdischen Monate auswendig? Noch? Die 12 jüdischen Monate auswendig? Weiß jeder, in welchem jüdischen Monat ist er geboren, zufällig?
Sag, sag. Sag. Kislev. Sehr gut. Was ist Kislev? Kislev ist Chanukka. Ja. Ah, dann wollte ich. Du warst, Tevet ist einen Monat nach Chanukka. Ich habe eine Idee. Wer weiß noch seine Datum, jüdische? Nee. Monat? Nein, das ist jüdischer Geburtstag. Ja. 1. Dezember? 1. Dezember ist nicht jüdischer Monat. Ich will jüdischer Monat. 1. Kislev kann sein, weißt du? Denn ich sei müde, ich habe eine Idee. Nächste Schuhe bringe ich einen Kalender und ich sage jedem einen von euch sein jüdischen Datum. Okay? Hast du? Welche? Tischrei. Monat Tischrei. Gut. Nein, aber ich will, nein, aber jedes Jahr ändert sich dem Geburtstag. Du musst wissen, an dem Datum, wann bist du geboren. Ich habe eine Idee, ich gebe euch einen Zettel jetzt. Und jeder soll schreiben seinen Namen und sein Geburtsdatum. Was 8 Monate? Aber warum gibt es nur 8 von den Namen? Wir sind 13. Wir haben 12 Monate. Manchmal gibt es 13. 13 ist jetzt Schaltjahr. Ja, dieses Jahr ist Schaltjahr. Gut. Dann bearbeiten wir das nächstes Mal. Jetzt schreibe ich auf die Liste bitte jeder. Wo du hast die Liste, oder? Die Schrei hast du Geburtstag? Ja. Ich prüfe euch alle jetzt. Die Schrei kann manchmal sein September. Elul kann sein September. Es spielt keine Rolle, die weltliche Datum. Spielt keine Rolle, die jüdische Datum. Adar ist März. Nein, ich werde euch sagen, jedes seine Geburtstag beim nächsten Mal. So Gott will.